Und über die Probleme der Deutschen Bahn möchte ich sprechen mit Rainer Bohnet. Er ist Bahnexperte vom Verkehrsclub Deutschland. Herzlich willkommen hier bei uns. Dankeschön. Ja, unpünktlich, schlecht ausgestattet, ineffizient, jetzt auch noch mit Gewinneinbruch. Kann sich sowas nur ein Staatskonzern leisten? Nein, das würde ich so nicht sagen. Also das kann sich natürlich auch ein Privatkonzern leisten, der dann allerdings in einem solchen Fall wahrscheinlich eine Gewinnwarnung, wenn nicht sogar eine Insolvenz, aussprechen müsste. Beim Staatskonzern ist das etwas anderes, weil er sich ja primär zum Beispiel, was die Finanzierung der Infrastruktur angeht, zu 100% aus Staatsmitteln bedient. Das, was sich auf dem Schienennetz abspielt, also die Transporte bzw. Relationen von Menschen und Gütern, die müssen natürlich eigenwirtschaftlich erbracht werden. Das ist im Grunde genommen diese Zwittersituation, vor der die Bahn steht. Einerseits Staatskonzern, staatlich subventioniert, andererseits sich wie ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen als Aktiengesellschaft positionieren und wirtschaften. 30% weniger Gewinn im vergangenen Jahr, obwohl es viel mehr Passagiere gibt, obwohl die Tickets teurer geworden sind. Jetzt fragen sich natürlich viele Bahnkunden oder generell viele Menschen, wie kann sowas passieren? Das ist im Grunde genommen ein Phänomen. Einerseits der Fluch in Anführungsstrichen dessen, dass die Bahn enorme Zuwächse zu verzeichnen hat, insbesondere im Personenverkehr. Es sind noch nie so viele Menschen Bahn gefahren wie jetzt. Andererseits natürlich auch, dass ihr die Investitionen, die dringend nötigen Ausbau- und Instandhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur regelrecht davon galoppieren. Also die Bahn fährt auf einem uralten Eisenbahnnetz. In der Grundkonzeption ist das 150 Jahre und älter, ist im Wesentlichen nicht verändert worden, von einigen Neubaustrecken mal abgesehen. Also wenn Sie überlegen, der Kölner Hauptbahnhof jetzt als Beispiel sah vor 150 Jahren genauso aus wie heute. Der Dom stand an der gleichen Stelle wie damals. Da hat sich sehr, sehr wenig getan und darunter leidet die Bahn natürlich, denn das Hauptproblem der Bahn ist der Zustand ihrer Infrastruktur. Das heißt, in der Vergangenheit wurde vom Management geschlafen? Nicht nur vom Management, von der Politik auch. Die Politik hat die Bahn 1994 in die Aktiengesellschaft entlassen, wenn Sie so wollen. Sie war damals vollständig entschuldet. Die Politik dachte, damit sind alle Probleme dieser Welt beseitigt. Das war aber nicht so. Sie hat dann, egal welche Farbe die Bundesregierungen hatten in dieser Zeit, in diesen letzten 25 Jahren, die Bahn zum Teil sträflich vernachlässigt. Der Investitionsstau, der sie im Moment auf ca. 50 Milliarden Euro beläuft, zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Und leider hat sich die Politik, weder der Bundesverkehrsminister noch der Bundesfinanzminister, bisher substanziell dazu geäußert, wie dieser Investitionsstau gelöst werden kann. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Ich glaube, das kann man festhalten. Was kann man denn jetzt tun? Was würden Sie der Deutschen Bahn empfehlen? Ich würde der Deutschen Bahn empfehlen, zum einen mit ihrem Eigentümer zu sprechen, Druck auszuüben auf den Bundesverkehrsminister. Die Verkehrswende kann nur funktionieren, wenn wir eine attraktive, moderne, digitalisierte Bahn haben. Das sind Managementprobleme, die man letztendlich in Angriff nehmen muss. Und intern muss die Bahn die Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen verbessern. Es kann nicht sein, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand tut. Sie muss mit den Privatbahnen viel stärker zusammenarbeiten und vor allen Dingen attraktive Angebote machen, insbesondere für den Güterverkehr, der am meisten unter der aktuellen Misere zu leiden hat. Jetzt gibt es auch Dinge bei der Deutschen Bahn, die nicht unbedingt total schlecht laufen. Das Online-Buchungstool ist ziemlich gut, eins der besten weltweit. Generell ist ja öffentlicher Verkehr auch ziemlich schwer zu organisieren. Wie steht die Deutsche Bahn im Vergleich zu anderen Bahnen, sagen wir mal in Europa, da? In Europa steht sie im Mittelfeld, würde ich es mal sagen. Es gibt insbesondere zwei Eisenbahngesellschaften, die auch international betrachtet vor der Deutschen Bahn liegen. Es ist insbesondere die Schweiz, die quasi als Musterland der Eisenbahn gilt. Dort gibt es allerdings eine andere politische Situation. Alles, was die schweizerischen Bundesbahnen machen, ist vom Volk legitimiert. In Norwegen ist die Bahn ebenfalls besser. In Österreich ist sie punktuell besser. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kann sich die Bahn europaweit und auch global betrachtet wieder ins Spitzenfeld positionieren? Sie sollte sich meines Erachtens die Schweiz und Österreich zum Vorbild nehmen. Beide Länder zeigen, dass man modernen, innovativen, attraktiven Personen- und Güterverkehr organisieren kann unter staatlicher Prämisse. Das ist ein Unterschied zu Deutschland. Deutschland hat den Weg begangen dieses Zwitter-Modells, eine Aktiengesellschaft, die zu 100% dem Bund gehört. Und das zeigt sich eigentlich jeden Tag, dass das im Endeffekt nicht rund funktionieren kann. Herr Bohnet, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Danke auch.